Königliche Hoheit, liebe Regierungsrätin Marisa Amann-Marxer, sehr geehrte Vizepräsidentin des Deutschen Roten Kreuzes, Frau Donata Freifrau Schenk zu Schweinsberg, liebe Präsidentin des Stiftungsrates des Liechtensteinischen Landesmuseums, Dr. Renate Wohlwend, lieber Vorsitzender von Art und Wissen, Peter Echtermeier, lieber Leiter der Stabsstelle Zentrale Dienste, Manfred Bischof, lieber Herr Dr. Peter Lodermeier, Kunsthistoriker und Kunstkritiker, liebe Kuratorin der Ausstellung Cornelia Hammel, liebe Präsidentin des Vereins des Liechtensteinischen Landesmuseums, Hermine Haug, werte Gäste. Wir sind heute zusammengekommen, um eine außergewöhnliche Ausstellung zu eröffnen. Ein halber Quadratmeter Freiheit. Bilder aus der Haft. Im Gegensatz zu Ausstellungen, in denen Künstler von außen einen fiktiven Blick nach innen ins Gefängnis werfen, eröffnen wir heute eine Ausstellung, in der der Blick von innen nach außen geht. Das Thema Freiheit ist wichtig für uns alle. Schon in der Deklaration der Menschen- und Bürgerrechte während der Französischen Revolution aus dem Jahre 1789 fängt der erste Artikel mit folgenden Worten an. Die Menschen sind und bleiben von Geburt an frei und gleich an Rechten. Und im Artikel 2 lesen wir, das Ziel einer jeden politischen Vereinigung besteht in der Erhaltung der natürlichen und unantastbaren Menschenrechte. Diese Rechte sind Freiheit und Sicherheit. Nach den furchtbaren Ereignissen im 20. Jahrhundert, die totalitäre Staaten auslösten, wurde Betonung auf die Würde des Menschen als Grundbestand noch tragender und gerade durch die dramatischen Erfahrungen, die das Dritte Reich geliefert hat, hat sich im deutschsprachigen Raum der Begriff der Menschenwürde als wichtiges bzw. wichtigstes Gut jedes Menschen gefestigt. So beginnt heute der Artikel 1 des deutschen Grundgesetzes mit den Worten, die Würde des Menschen ist unantastbar. Diese zwei Begriffe sind meines Erachtens zentrale Begriffe, die in dieser Ausstellung thematisiert werden und zur Auseinandersetzung anregen sollen. Weiteres werden die nachfolgenden Rednerinnen und Redner dazu und zu den Kunstwerken allgemein vertiefen. Und ich möchte allen Beteiligten dafür aufrichtig danken, insbesondere auch Ihrer Königlichen Hoheit, die die Schirmherrschaft für diese Ausstellung übernommen hat. Herzlichen Dank. Königliche Hoheit, sehr geehrte Frau Regierungsrätin, liebe Marlies, sehr geehrte liebe Gäste, es freut mich, Sie namens des Stiftungsrates des Liechtensteinischen Landesmuseums herzlich willkommen zu heißen. Wie Sie wissen, und ich habe das an diesem Ort schon wiederholt gesagt, ist es ein Anliegen unseres Direktors, das Landesmuseum auch durch themenbezogene Kunstausstellungen wie diese heute mit dem Titel »Ein halber Quadratmeter Freiheit« zu beleben, zum Ort der Begegnung zu machen, zu einem Ort der Diskussionen anfacht. Dr. Rainer Vollkommer ist dem gemeinnützigen Berliner Verein Art und Prism vor einigen Jahren bereits begegnet und durch seine persönliche Kontaktpflege mit den Exponenten des Vereins ist es gelungen, eine kleine Auswahl aus dessen Fundus zu uns zu bringen. Besonderer Dank für Ihr engagiertes Tun und die gute Zusammenarbeit mit unserem Herrn Direktor gilt den Vorstandsmitgliedern Dr. Annette Oberdirk, Diakon Peter Echtermeier sowie der Kuratorin Frau Cornelia Harmen. Sie zeichnen nicht nur für das Zustandekommen der heute zu eröffnenden Ausstellung, sondern auch für den prächtig gelungenen Ausstellungskatalog mitverantwortlich. Bereichert wird der Katalog durch sehr tiefe, nachdenken anregende Gruß- und Vorworte. Danke, Königliche Hoheit, danke dem Herrn Diakon und danke Rainer Vollkommer. Der Direktor hat es gesagt, Königliche Hoheit, wir sind wirklich sehr, sehr dankbar und ich spreche im Namen aller seitens Landesmuseum und ich denke auch aller Interessierten und der hier anwesenden Gäste dankbar dafür, dass Sie die Schirmherrschaft für diese einzigartige Sonderausstellung übernehmen. Ich kann nur wiederholen, was Rainer Vollkommer im Vorwort zum Ausstellungskatalog treffend beschreibt. Das Landesmuseum will mit dieser Ausstellung
zum Ort der Auseinandersetzung mit der Kunst und den Problemen der Kunstschaffenden außerhalb des etablierten Kunstbetriebes werden. Erlauben Sie mir ein Wort aus persönlichen Eindrücken, die ich einige Jahre zurückliegend fassen konnte, als im Rahmen meines politischen Mandates als Mitglied des Menschenrechtsausschusses bei der Parlamentarischen Versammlung des Europarates und als Berichterstatterin zu den Themen Lebenssituation von Gefangenen und Abschaffung der Todesstrafe, Strafanstalten, Hochsicherheitsgefängnisse sowie einen sogenannten Todestrakt in einem US-amerikanischen Gefangenenareal besuchen durfte bzw. musste. Da man bei derartigen Besuchen gehalten ist, Emotionen wegzustecken, war bei Betrachtung der großteils tatsächlich menschenunwürdigen Bedingungen mein einziger, aber dafür sehr deutlich geäußerter Kommentar die Unterstreichung des von der Völkergemeinschaft anerkannten und sogar von den Vereinigten Staaten ratifizierten Verbots von Folter und erniedrigender Behandlung, so wie der Hinweis auf die meines Wissens in allen westlichen Grundgesetzen und Verfassungen verankerte Unantastbarkeit der Würde des Menschen. Von Gefangenen geschaffene Kunst, die als solche Anerkennung gefunden hätte, ist mir damals nicht begegnet. Einzig in einem russischen Frauengefängnis haben die Insassinnen großflächige Häkel- und Klöppelarbeiten präsentiert, als Ergebnis der zwangsverordneten Besserungstherapie. Weiters ist mir Kunst im Freilufthof eines englischen Hochsicherheitsgefängnisses begegnet, ein Hochsicherheitsgefängnis für ihrer Häftlinge. Es schauert mich bei der Erinnerung, weil der Hof wegen angeblicher Fluchtversuche erst kurz zuvor mit einem Hennenzaun dichten Drahtgeflecht überspannt worden war. Hier bestaunte ich Graffitis mit gesprengten Ketten und Kugelfußfesseln. Der mich begleitende Prison Governor erklärte entschuldigend, dass die sich hier als Künstler gefühlt hätten, in den nächsten Tagen selbstverständlich die Wände reinigen müssten. Aus dieser persönlichen Erfahrung heraus bin ich erstaunt, wie Männer, Frauen und Jugendliche in einer Gefangenenhausatmosphäre überhaupt schöpferisch tätig sein können. In Vorbereitung auf heute habe ich auch gelesen, dass Kunst hilft, Menschen in ihrer Würde, Hoffnung und Freiheit wieder aufzurichten. Bei Betrachtung dieser eigen- und einzigartigen Ausstellung muss das wohl so sein. Ich jedenfalls denke neben anderen erneut über die individuelle Freiheit nach und über deren Grenzen, über die Freiheit als ein Gut unschätzbaren Wertes. Sehr geehrte Gäste, lesen Sie doch bitte die fundierten Beiträge im Ausstellungskatalog und es öffnet sich Ihnen eine andere als unsere vermeintlich heile Welt. Hierfür danke ich den Autoren Dr. Anna-Maria Krebern und Pastorin Angelika Menz, auch der Frau Kuratorin und nicht zuletzt Dr. Peter Lodermeier, der uns später in die Ausstellung einführen wird. Ich erachte es nicht als selbstverständlich, dass die Museumsmitarbeiter und die Mitglieder der Direktion in kollegialer Teamarbeit harmonieren, sodass es von einer Ausstellung zur nächsten immer wieder gut gelingt, mich selbst und unsere Museumsbesucher zu überraschen und zu faszinieren. Dafür bedanke ich mich ganz ausdrücklich bei dir, lieber Direktor Dr. Rainer Vollkommer, und den Männern und Frauen, die unter deiner Führung hier tätig sind. Ich komme zum Schluss. Das Verlegen eines Katalogs, die Einrichtung der Ausstellung und der Unterhalt kosten viel. Und so sind wir seitens des Museums besonders dankbar, immer wieder großzügigen Sponsoren für ihre Unterstützung Danke sagen zu können. Heute unseren Jahressponsoren RHW Stiftung, Neutrik AG und Fürstlicher Kommerzienrat Guido Feger Stiftung. Im Anschluss an die offizielle Eröffnung wünsche ich Ihnen allen
interessante Eindrücke, gute Gespräche mit den Freunden unseres Hauses. Königin Hoheit, liebe Präsidentin des Liechtensteinischen Hohen Kreuzes, ich bin ja ganz stolz und glücklich, dass wir uns heute kennengelernt haben und das Rote Kreuz verbindet, weltweit, ähnlich wie andere Dinge auch. Es freut mich ganz besonders, dass das Rote Kreuz hier auch so vertreten ist, denn das zeigt die Wichtigkeit dieses Kunstwettbewerbs. Wenn man mal genauer hinschaut, ist das Rote Kreuz ja mit seinen ganzen Grundsätzen weltweit vertreten und unterstützt Menschen nach dem Maß der Not. Und dazu gehören natürlich auch Menschen, die in Gefangenschaft sind. Denn der Kunstwettbewerb ist, und das werden Sie sicher auch alle schon festgestellt haben, keine Hobbymalerei. Deswegen danke ich natürlich Herrn Echtermeier sehr herzlich, auch dem Museumsdirektor und auch der Stiftungsratspräsidentin für all diese Unterstützung und natürlich auch Cornelia Hamel. Sie hat es nicht so gerne, wenn man sie erwähnt, aber sie ist die tragende Kraft. Ich möchte nicht wissen, wie viele Bilder sie schon verpackt hat und weggeschickt hat und Briefe geschrieben im In- und Ausland an Strafvollzugsanstalten und Ähnliches. Also sie ist wirklich hin und wieder streiken die Hände, wenn sie zu viele Bilder aufgehängt hat. Also dir wirklich ein ganz großer, ganz persönlicher Dank. Das möchte ich doch mal ganz deutlich sagen, dass wir dir sehr dankbar sind. Eben wurde ja schon gesagt, dass die Erbprinzessin, die königliche Hoheit, die Schirmherrschaft über diese Ausstellung übernommen hat. Das finde ich toll. Bei den anderen internationalen Ausstellungen bin ich ja die Begleitperson von Herrn Echtermeier und bin auch die Schirmfrau und die Unterstützerin. Und jetzt könnten Sie natürlich fragen, wie kommt das eigentlich dazu, dass ich das bin? Denn das Rote Kreuz, wenn es sich um Gefangene kümmert, dann macht das das IKRK in Genf. Und da bin ich ja nur nicht stationiert, sondern mein Büro ist in Berlin. Dazu kann ich nur sagen, ein Anruf von Herrn Echtermeier und ich habe Ja gesagt. Vielleicht darf ich ganz kurz einen Blick in meine Biografie. Ich komme aus einem 500-Seelendorf von einem Bauernhof und habe drei Brüder. Bin also relativ frei und wild aufgewachsen und musste in sehr frühen Jahren in ein Mädcheninternat, ein altes Schloss mit Mauer drumherum und ich behaupte Stacheldraht. Ich habe es aber jetzt nicht mehr nachgeprüft und war sehr unglücklich, weil ich mich sehr eingesperrt gefühlt habe. Wir hatten morgens Gottesdienst und hatten abends Gottesdienst und einmal predigte der Pfarrer aus der Strafvollzugsanstalt Bruchsal. Und plötzlich saß ich da und dachte, Mensch, dir geht's ja verdammt gut. Die, die da inhaftiert sind, haben es ja tausendmal schlechter. Und es ist eigentlich ganz gut, wenn man sich mal nicht immer da orientiert, wo alles besser ist, sondern eben auch mal da, wo es schlechter ist. Und dann fragte der Pfarrer, wer hat denn Interesse, einen lebenslänglichen Brieffreundschaft anzufangen und ihm etwas zu betreuen. Und ich habe mich sofort gemeldet. Aber nicht, um eine gute Tat zu tun, sondern weil ich dachte, dann komme ich hier raus und erlebe auch mal was anderes. Und da hat sich eine ganz große Freundschaft entwickelt. Wir haben 10 Jahre lang, er war 19 Jahre alt, als er inhaftiert wurde. Er wurde nach Erwachsenenstrafrecht verurteilt und hat tatsächlich 10 Jahre gesessen, wie man so schön sagt. Und durch den Kontakt mit ihm habe ich eine ganze Menge gelernt und habe natürlich auch versucht, an ihn einiges weiterzugeben. Er hat dann angefangen zu lesen, wir haben die gleichen Bücher gelesen, er hat auch angefangen zu malen. Ich habe für ihn bei uns im Internat eine Ausstellung organisiert. Er hat Sport getrieben, er hat auf einmal gesehen, dass sein Leben auch lebenswerter ist, wenn er einer Tätigkeit nachgeht und wenn er auch versucht, das, was er an Bildung bekommen kann, auch an Ausbildung im Strafvollzug daran teilzunehmen. Und er hat sich auch geöffnet nach draußen. Also daran teilzunehmen, wie ist das Leben draußen, welche Sorgen und Probleme haben wir. Und wenn ich furchtbares Heimweh hatte, hat er mir tröstende Briefe geschrieben. Und ich habe sie alle aufgehoben. Nach 10 Jahren haben wir wieder einen Anwalt gefunden in Frankfurt, der hat das Verfahren aufgewickelt. Er ist entlassen worden. Und dann habe ich noch einmal einen Brief bekommen und dann hat er ein neues Leben angefangen und hat einen Schnitt gemacht und auch die Freundschaft mit mir beendet, was ich wirklich gut finde, weil ich gehörte zu dem alten Leben und ich denke, es geht ihm gut. Und dann sprach ich viele Jahre später Herrn Echtermeier. Das Malen hat natürlich nicht nur den künstlerischen Aspekt, sondern
das Malen ist auch ein Mittel, um mit Problemen fertig zu werden und mit Sorgen fertig zu werden, aber auch Wünsche auszudrücken. Und die Gedanken, die Straffällige auch oft haben, sind ja auch oft alleine gelassen. Und so beschäftigen sie sich mit der Malerei. Und hier sehen wir auch an den Bildern den Ausdruck der Seele. Und was ich vielleicht auch nochmal betonen möchte, liebe Conny, dass du auch versucht hast, mit Menschen zu plastizieren. Und ich weiß, dass du in der Vollzugsanstalt in Celle mit den Menschen den Jakobsweg plastiziert hast und die dadurch auch mal im Grunde sich mit der Religion beschäftigt haben und mit dem christlichen Glauben. Und das ist auch ganz wichtig. Und man soll sich nicht immer nur mit dem Glauben beschäftigen, wenn man Trost sucht und wenn es einem schlecht geht. Die Interpretation der Bilder drücken die Empathie der Betroffenen aus. Sie sind ein Spiegel der Seele. Und wenn wir heute die Nachrichten schauen oder die Zeitung lesen, dann hören wir immer wieder vom Flüchtlingsdrama vor Lampedusa. Und Menschenrechte dürfen weder an den Grenzen der EU noch an den Meeren außer Kraft gesetzt werden. Menschen dürfen vor unseren Ländern nicht ertrinken. Und genau dieses Flüchten, nicht dieses vor Lampedusa, sondern das Thema Flüchtlinge, war auch die Grundlegung für das Rote Kreuz in Liechtenstein. Ich habe mich natürlich ein bisschen schlau gemacht und dann gelesen, dass das Rote Kreuz in Liechtenstein im Mai 1945 gegründet wurde, als bis zu 7000 Flüchtlinge nach Liechtenstein kamen. Liechtenstein hat damals 12.000 Einwohner gehabt. Also man sieht die Problematik, wie wir stöhnen in Deutschland, weil wir in diesem Jahr 400.000 Flüchtlinge aufnehmen werden oder zumindest die kommen zu uns. Ob sie alle bei uns bleiben, ist nochmal was anderes. Aber da hat das Liechtensteiner Rote Kreuz sich gegründet und hat dann natürlich sich nicht nur um Gefangene und Flüchtlinge gekümmert, sondern auch Soforthilfemaßnahmen eingeleitet, Rettungsdienst, Unfalldienste, Zusammenarbeit mit dem Samariterverein und dem Blutspendedienst. Also das Rote Kreuz hier hat sich weiterentwickelt und tut genau diese Aufgaben, die wir auch in Deutschland tun, nämlich den notleidenden, hilfebedürftigen Menschen zu helfen. Und diese Menschen stehen im Vordergrund auch heute. Schopenhauer spricht von einer erlösenden Funktion oder erlösenden Funktion, Musik zu hören, Kunst zu betrachten. Kunst ist keine Einbahnstraße, es hat eine erlösende Funktion für den Schaffer, aber auch in diesem Fall für uns, den Betrachter. Und Goethe sagt, jeden Tag ein gutes Buch lesen, ein gutes Bild betrachten, ist ein guter Tag. Für uns und auch für die Künstler. Und deswegen lassen Sie uns gemeinsam die Bilder aus der Haft betrachten. Vielen Dank. Uns eine außerordentliche Freude und große Ehre, Ihnen, Königliche Hoheit der Prinzessin Sophie, Dank zu sagen dafür, für die Übernahme des Patronats für diese Ausstellung. Ich tue dies im Namen unseres Vereins Art in Prison, der hier heute im Herzen von Vaduz erstmals ausstellen darf, im Landesmuseum Bilder aus der Haft, die uns hier umgeben. Auch Ihnen, Frau Regierungsrätin Amann-Marxen, ich hoffe, ich habe mir den Namen richtig gemerkt, ein besonderer Dank für Ihr Kommen. Sie sind hier im Rang einer Ministerin, wenn ich das in der kurzen Zeit alles richtig gelernt habe. Und ich freue mich sehr, dass ich hier heute vor Ihnen stehen darf und meinen Dank Ihnen ausdrücke. Bilder aus der Haft. Bilder, die uns im Rahmen von drei internationalen Kunstwettbewerben erreicht haben. Bei Frau Donata Schenk zu Schwarzberg hat es angesprochen, dass sie dort als Schirmherrin seit vielen Jahren tätig ist. Diese Bilder aus der Haft, etwa 70 hier aus 20 Nationen, rahmen uns sozusagen ein. Bilder, hinter denen die Namen und Gesichter von Frauen, Männern und Jugendlichen stehen. Menschen, die eine Zeit ihres Lebens hinter Gittern verbringen müssen. Kann das Kunst sein, was unter den Bedingungen der Untersuchungshaft, Strafhaft, Sicherungsverwahrung, des Maßregelvollzugs oder der Abschiebehaft oder wo auch immer entstanden ist. Kann das Kunst sein? Bitte machen Sie sich alle selbst ein Bild. Sehr eindrucksvoll haben Sie, Königliche Hoheit,
in dem Grußwort, was Sie uns zukommen ließen und was wir im Katalog finden und nachlesen können, daran erinnert, dass über eine bloß kunstkritische und sozialkritische Betrachtung der Bilder hinaus die Würde eines jeden Menschen, auf die auch Herr Professor Vollkommer verwiesen hat, ein unabdingbares Gut ist, was nicht zur Disposition steht und dass die Würde der betreffenden Person unteilbar ist und dass auch die Person, die Schuld auf sich geladen hat, in jedem Fall eigens betrachtet werden sollte und nicht vorschnell darüber gerichtet werden sollte. Vielen Dank für dieses Buch. Seine Exzellenz, Herr Erzbischof Diego Carcero, apostolischer Nuntius für die Schweiz und für Liechtenstein, der hier heute leider nicht anwesend sein kann. Ich habe ihn eingeladen, über Herrn Professor Vollkommer lässt einer Mail herzliche Grüße bestellen und drückt darin seine Hoffnung aus, dass es der Ausstellung gelingen möge, wie er sagt, den Menschen die Welt der Gefangenen näher zu bringen. Wir freuen uns sehr über diese Zeichen der Wertschätzung von hoher staatlicher und kirchlicher Seite. Liebe Gäste, Ihr Besuch macht uns Mut, unser ehrenamtliches Engagement für die betroffenen Menschen und vor allem auch mit den betroffenen Menschen fortzusetzen. Die Lebenswirklichkeit, die mit Blick auf die hier ausgestellten Kunstwerke erkennbar wird, spiegelt die soziale Wirklichkeit der Länder, aus denen die Bilder kommen, und lässt uns Anteil haben an den Hoffnungen und Sorgen der Menschen am Rand der Gesellschaft, für den wir alle, für den Rand, mehr oder weniger auch Verantwortung tragen. Es fehlt mir die Zeit, hier allen Personen zu danken, die zum Gelingen dieser Ausstellung beigetragen haben. Dennoch will ich Dank sagen und die Unterstützung hervorheben, die wir Herrn Professor Vollkommer und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Landesmuseums schulden, Frau Negele, Frau Braun, Herrn Foser, Herrn Bäumer, um nur einige zu nennen. Auch das Engagement von Herrn Dr. Lodermeier, der gleich die Laudatio halten wird, und den wissenschaftlichen Beitrag im Katalog von Frau Dr. Krevani möchte ich erwähnen. Den unschätzbaren Beitrag unserer Kuratorin Frau Cornelia Hame für die Kataloggestaltung und die Hängung der Bilder, unterstützt von Frau Dr. Oberdiek, ist mehr als nur ein Wort wert und wurde hier entsprechend gewürdigt. Vielen herzlichen Dank dafür. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, als Schirmfrau unserer Kunstausstellungen hat Freifrau Donata Schenk zu Schweinsberg bereits einige sehr persönliche Worte an uns gerichtet, für die ich noch einmal Dank sage und vielleicht die kleine Korrektur anbringe, dass es nicht nur ein Anruf war, sondern ein bisschen mehr an Mühe von allen Seiten bedurfte, bis ein tatsächlicher nachhaltiges Jahr von Ihrer Seite gesprochen war. Vielen herzlichen Dank für diese persönlichen Worte, vor allen Dingen im Blick auf die Bilder, die angesprochen wurden, auf die verheerende Flüchtlingssituation in den verschiedenen Ländern. Das Projekt Art and Prison, Kunst und Gefängnis will dazu beitragen, dass nicht der Ruf nach Rache und Vergeltung das letzte Wort hat, sondern die oft leiseren Stimmen, die sich um Ausgleich und Versöhnung bemühen. Es geht dieser Ausstellung nicht zuletzt auch um die Mühe, um den je einzelnen Menschen und seine Integration in die Gesellschaft, in der es lohnt zu leben, eine Mühe, die uns sinnvoll, notwendig und geboten erscheint, auch wenn damit nur wenig Staat zu machen ist. Das Sympathische hier in Liechtenstein ist eben genau das, was ich in dem anderen Tag erfahren habe. Einige Geschichten hinter den Bildern, die Sie hier sehen, verehrte Damen und Herren, können erzählt werden als Versuche der Wiedergutmachung und Etappen auf dem Weg der persönlichen Auseinandersetzung der eigenen Schuld. Und wer von uns hätte davon nicht auch schon Betroffenheit gespürt? Ich habe einen Dank vergessen, und das ist der an Ihre persönlichen Worte, Frau Stiftungsratspräsidentin und
Ich habe leider Ihren Namen jetzt nicht präsent. Es steht aber in der Einladung, das ist mir sehr peinlich, aber gerade Ihre Erfahrung, die Sie hier geäußert haben, im Blick auf die Situation, die konkrete Situation, wo Sie, wie Sie sagten, die Emotionen ausschalten sollte, das gelingt ja einfach nicht. Zumal, wenn Sie in einem Todestrakt die Situation gesehen haben. Und ich habe in den 25 Jahren, etwa ein Vierteljahrhundert, in dem ich als Gefängnisseelsorger und Diakon in der Justizvollzugsanstalt in Celle und in Salinen-Mohr tätig bin, da auch Verschiedenes gesehen. Und ich bin eigentlich ganz froh, dass es mir nicht gelungen ist, die Emotionen an der Stelle zu verlieren. Die Bilder in vielen Formen, Farben geben uns einen Einblick davon. Und ich danke Ihnen sehr herzlich für die Aufmerksamkeit und gebe das Wort Herrn Dr. Lodermeier, um uns in diese Ausstellung einzuführen. Herzlichen Dank. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wie ich der Einladungskarte entnehme, kommt mir hier und jetzt die Aufgabe zu, Ihnen eine Einführung in die Ausstellung ein halber Quadratmeter Freiheit zu geben. Ich freue mich sehr über die Einladung, hier im Liechtensteinischen Landesmuseum zu Ihnen sprechen zu dürfen. Ich bedanke mich dafür ganz herzlich bei allen, die diese schöne und wichtige Ausstellung möglich gemacht haben. Aber ich möchte Ihnen nicht verschweigen, dass ich in den letzten Tagen nicht ganz sorgenfrei auf meine Aufgabe vorausgeblickt habe. Einführungsreden für Ausstellungen zu halten ist für mich zwar nichts Ungewöhnliches, aber in dieser Ausstellung von Art and Prison sind die Bedingungen völlig andere, als ich sie sonst kenne. Hier in diesen Räumen sind 75 Arbeiten von Menschen ausgestellt, die zum größten Teil nur bedingt und ausnahmsweise als Künstler und Künstlerinnen zu charakterisieren sind. Keinen und keine von diesen 75 habe ich je getroffen und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass sich das auch nicht ändern wird. Ich kenne nicht die anderen Arbeiten, die sie geschaffen haben. Und viele von ihnen haben auch kaum und vielleicht gar keine anderen Werke vorzuweisen. Ich weiß nicht einmal ihre Namen, nur die Vornamen, sofern sie im Katalog verzeichnet sind, allenfalls das Geschlecht und das Herkunftsland. Vor allem weiß ich, dass alle diese Arbeiten in Gefängnissen entstanden sind und damit in einer existenziellen Extremsituation, die ich mir, wie die meisten Menschen, die Gefängnisse nur aus dem Fernsehen kennen und also nicht kennen, nicht wirklich vorstellen kann. Art und Prison, Kunst und Gefängnis. Diese beiden Wörter bringt man normalerweise nicht in einen Zusammenhang. Auf ihre Verbindung stößt man wahrscheinlich am ehesten in der Presse, wenn wieder einmal spektakuläre Kunstfälschungen entlarvt und die Fälscher verurteilt wurden. Oder wenn ein bekannter Kunstberater, jüngst in Deutschland geschehen, wegen betrügerischer Abrechnungen ins Gefängnis muss. Fälle eben, die mit der teilweise schon ins Absurde getriebenen Kommerzialisierung des Kunstbetriebes einhergehen, ja fast zwangsläufig aus ihr folgen. Aber dass Kunst im Gefängnis entstehen könnte, dass Gefängnisinsassen als Urheber von Kunstwerken, als Maler, Zeichner, Grafiker und manchmal sogar als Bildhauer in Erscheinung treten, daran hatte ich nie gedacht, bis zum Dezember 2011. Damals hat mich Peter Echtermeier nach einer Einführungsrede, die ich in einer Berliner Galerie hielt, spontan angesprochen und mir von Art and Prison sowie dem laufenden Kunstwettbewerb erzählt. Sofort waren meine Neugier und mein Interesse geweckt, weil ich das Gefühl hatte, dass ich hier einem Aspekt von Kunst und einem ganz speziellen Beispiel für die vielbeschworene soziale Relevanz von Kunst begegnen konnte, wie sie mir beide bis dahin verborgen geblieben waren. Ohne Zweifel, Kunst ist ohne Freiheit nicht möglich. Und diese Freiheit muss immer wieder neu errungen werden. Man kann seine Freiheit sogar mitten in freien demokratischen Gesellschaften und in der kommerzialisierten Kunstwelt einbüßen. Wer seine Kunst möglichst marktkonform macht, als gut verkäufliche Luxusobjekte designt, hat womöglich weniger künstlerische Freiheit als der Strafgefangene, der sich damit abmüht, für die Thematisierung seiner eigenen, bedrückenden, von Schuld und Strafe, Einsamkeit und Sehnsucht geprägte Situation eine passende, bildliche Darstellungsweise zu finden. Diese Freiheit, die einem Strafgefangenen übrig bleibt, wenn er oder sie sich ein Blatt Papier oder ein Stück Leinwand vornimmt, mag sehr klein sein, nur einen halben Quadratmeter messen, aber sie genügt im besten Falle aus ihm oder ihr und sei es auch nur für diesen einen Moment, einen Künstler, eine Künstlerin zu machen.
Die Wendung "ein halber Quadratmeter Freiheit" habe ich erstmals im Vorwort des Art and Prison Katalogs 2012 gebracht. Erlauben Sie mir, einen kurzen Passus daraus zu zitieren. Kunst kann nicht nach psychologischen oder moralischen Kriterien beurteilt werden. Dennoch stellt sich bei der Betrachtung der Werke der Strafgefangenen unvermeidlich die Frage, inwieweit sie sich mit ihrer Schuld auseinandergesetzt und sie künstlerisch reflektiert haben. Haftstrafe ist eine rechtliche Angelegenheit, keine moralische. Eine Konfrontation mit der eigenen Schuld kann nicht von Gesetzes wegen verordnet werden. Heute würde ich noch hinzufügen, und sie kann auch nicht von uns, als den Betrachtern der Bilder, verlangt und eingefordert werden. Weiter im Text. Sie kann nur aus der Freiheit der Person erfolgen. Diese Freiheit ist oder kann auch sein die Freiheit der Kunst. Eine der Bedingungen der Ausschreibung für den internationalen Kunstwettbewerb von Art and Person war, dass die eingesandten Arbeiten maximal 60 x 80 cm messen sollten, knapp ein halber Quadratmeter Freiheit, den mehr als 320 Strafgefangene genutzt haben, um ihre Vision von Licht und Dunkel zu artikulieren. Dieser Wettbewerb und die daraus resultierende Ausstellung zeigt sehr deutlich, dass Kunst kein bloßer Zeitvertreib ist und schon gar nicht ein Luxus, den man sich leisten kann oder auch nicht. Kunst ist Freiheit mitten in der Gefangenschaft, ein Licht mitten im Dunkel. Zitat Ende. Ich würde diese Sätze heute ein wenig anders formulieren, weniger idealistisch. Denn der halbe Quadratmeter Papier- oder Leinwandfläche ist nicht per se schon ein Freiheitsbaum. Man muss ihn erst dazu machen. Deshalb habe ich mich darüber gefreut, dass der Titel des nächsten Kunstwettbewerbes "ein halber Quadratmeter Freiheit" lautete, weil er als Vorgabe die Aufgabe stellte, sich diese Freiheit auszumalen. Jede Freiheit, und sei es auch nur diese kleine Freiheit des Bildermachens im Gefängnis, muss errungen sein. Es gibt immer Widerstände. Das fängt schon mit den äußeren Umständen an. Es ist von außen schwer zu sagen, oder besser gar nicht, wie die Bedingungen in den Gefängnissen der unterschiedlichen Länder aussehen, wie sehr die Gefängnisleitung hier Einfluss ausübt. Konnten die Strafgefangenen, die an den Kunstwettbewerben teilnahmen, tatsächlich malen, wie und was sie konnten? Gab es keine Zensur? Auch nicht in den Gefängnissen in Ländern, deren Rechtsnormen sich von mitteleuropäischen Vorstellungen stark unterscheiden und wo Kunst und Meinungsfreiheit in unserem Sinne nicht existieren? Und, ebenso wichtig, wie ist es in der eigenen Zensur, im Kopf, dem Schamgefühl, dem Selbstmitleid, der Sperre gegen die Einsicht und die eigene Schuld? Welchem Strafgefangenen, der die Chance hatte, zum Künstler zu werden, war es möglich, diese Zensur zu umgehen und sich frei davon zu machen? Die Antwort geben die Bilder. Kunst ist widerständig. In diesem Punkt würde ich dem französischen Philosophen Jacques Rancière völlig recht geben. Kunst, die wirklich Kunst ist, ist sogar gegen den Künstler widerständig und erst recht gegen den Betrachter. Es gibt kein objektives Maß für künstlerische Qualität. Man kann sie nicht messen und quantitativ bestimmen wie irgendeinen materiellen Faktor. Auch die Fachleute im Kunstbetrieb können das nicht. Und dennoch kann man ein Sensorium für die Widerständigkeit entwickeln, die sich in einem Bild zeigt. Der wichtigste Indikator dafür ist, dass man sich lange mit einer Arbeit beschäftigt, dass sie in einem weiterarbeitet, dass man nicht fertig wird mit einem Bild, dass es sich gegen jedes zu schnelle Verstehen und Einsortieren wehrt. Das ist zumindest für mich ein untrügliches Zeichen dafür, dass ich es mit Kunst zu tun habe. Eine ganze Reihe von Bildern, die ich als Juror der Art and Prison der Kunstwettbewerbe zu Gesicht bekam, erfüllt dieses Kriterium sehr deutlich. Obwohl es schon Monate, sogar Jahre her ist, dass ich sie gesehen habe, beschäftigen sie mich immer noch. Ich möchte Ihnen hier nur zwei Beispiele nennen, wohlwissend, wie ungerecht es ist, hier zwei Arbeiten aus diesen 75 hervorzuheben. Zum einen ist da die ganz erstaunliche, kleine, nur 28 x 35,5 cm messende Zeichnung, die ein gewisser James aus Kalifornien eingereicht hat. Sie hängt mir genau gegenüber, in der Stirnwand. In einer geradezu atemberaubenden Detailverliebtheit entfaltet das Bild einen ganz surreal angehauchten Kosmos im Inneren einer Gefängniszelle. In den Brillengläsern des Mannes mit Glatze und Schnurrbart, wohl ein Selbstporträt des Künstlers, der den Betrachter durch die Gitterstäbe hindurch aufmerksam anschaut, spiegeln sich die Zellengitter. Das Bild ist auch im Flyer. Entschuldigung.
Sehr gut. Das ist sehr gut. Bilder im Bild, Briefe und Zeitungen, die mit kleinsten und doch lesbaren Wörtern bedeckt sind, zudem eine Vielzahl von versteckten Symbolen, Zeichen und surrealen Verfremdungen, machen dieses Bild zu einem hochkomplexen visuellen Text voller Rätsel. Bei jedem Blick darauf entdeckt man neue Einzelheiten, wird der Inhalt abgründiger. Zum Beispiel das Auge, das durch ein Schlüsselloch schaut, oder die Dollarnoten, die im Revers der vielfach gespiegelten Hauptfigur stecken. Und als farbiges Detail in der Schwarz-Weiß-Zeichnung zeigt der Fensterblick auf die unerreichbare sonnige Landschaft dort draußen und den in schwarzer Nacht hinter Gitterstäben bläulich schimmernden Mond. Man kommt mit Sehen und Deuten an kein Ende mit diesem Bild, das den Titel Conditions of Incarcerated Persons trägt und die psychologische Realität von Langzeithäftlingen so überaus intelligent, eindringlich und virtuos schildert. Das andere Bild, seht in dieser langen Wand, ganz hinten rechts, stammt von einem Nikolai aus Belarus. Das Bild ist auch im Flyer runter. Und ist beim letzten Kunstwettbewerb von Art and Prison auf den ersten Platz gewählt worden. Das meisterhaft gemalte Acrylbild zeigt einen kahlgeschorenen Häftling mit nacktem Oberkörper in einem gekachelten Waschraum. Ein muskulöser, durchtrainierter junger Mann schaut in den Spiegel und fasst sich mit dem linken Arm an den Kopf. Wie man im Spiegel sieht, ist sein Gesicht schmerzverzerrt. Der Schmerz ist denn auch der Titel des Bildes. Um welchen Schmerz es sich handelt, wird deutlich, wenn man auf den breiten Körper des Häftlings schaut. Dort befindet sich ein Kreuz, eine große Tätowierung, die sich über den ganzen Rücken erstreckt. Auf dem Kreuzstamm steht das Wort incomplete, unvollständig, mangelhaft, unfertig, sagt die Inschrift im Rücken des Mannes. Ist das wirklich eine Tätowierung? Oder nicht vielmehr eine Art Menetekel? Ein stahlharter, athletischer Körper, aber als Person mangelhaft, unvollständig, mit einem Defekt versehen. Und deshalb, so darf man schließen, schuldig geworden und ins Gefängnis gekommen. Dies wohl ist die plötzliche Einsicht, die schmerzhaft ins Bewusstsein des Dargestellten schießt. Der Künstler findet für diese Einsicht eine adäquate Form und verfügt über die malerische Brillanz, sie umzusetzen. Die Bilder, die in der Haft entstehen, sind ganz und gar durch diese besondere Situation geprägt und davon nicht ablösbar. Deshalb ist es sicher berechtigt, wenn man, wie es zum Beispiel die Philosophin Anna Maria Trevani im Katalog zur Ausstellung tut, von der Gefängniskunst als einem eigenen Genre spricht. Dies zeigt sich besonders in den spezifischen Motiven, die in vielen Variationen immer wiederkehren. Im Katalog und hier in den aufgestellten Texten sind diese sehr schön aufgeführt und beschrieben. Das Thema der Isolation, der Einsamkeit, der Konfrontation mit sich selbst zum Beispiel. Oder die Sehnsucht nach der Familie, nach menschlicher Kommunikation allgemein. Reale und surreale Landschaften als erträumte Freiheitsoasen. Die Suche nach Halt und Trost in einem spirituellen oder religiösen Zusammenhang. Und selbstverständlich immer wieder die Gitterstäbe, welche die brutale Realität, die Exklusion aus der Gesellschaft markieren, den Freiheitsentzug, die harten Fakten des Eingeschlossenseins. Gitterstäbe sind, das ist nicht verwunderlich, das mit Abstand häufigste Motiv der Gefängnisbilder. Meine Damen und Herren, ich denke, dass die Kunst der Gefängnisinsassen, die Sie hier in der Ausstellung sehen können, egal ob sich die Künstler und Künstlerinnen dessen bewusst waren oder nicht, eine politische Seite hat. Denn es geht um das Thema Freiheit, Freiheit inmitten der Unfreiheit. Das Thema Freiheit lässt sich nicht teilen, es geht alle an. Es betrifft unmittelbar das Selbstverständnis unserer Gesellschaft. Ich bin vor ein paar Tagen zufällig in der Zeitschrift Lettres Internationales auf ein Interview mit dem französischen Kunsthistoriker Georges Didi Übermann gestoßen und dabei über einen provokanten Satz gestolpert, den ich Ihnen nicht vorenthalten möchte. Zitat: Was bedeutet die Freiheit der Kunst, wenn nur sie alleine frei ist? Was ist damit erreicht? Meines Erachtens nach gar nichts. Zitat Ende. Der Satz wird verständlicher, wenn man den Kontext beachtet. Didi Übermann spricht dabei über den italienischen Autor und Regisseur Pier Paolo Pasolini. Zitat: Für mich ist er eine exemplarische Figur desjenigen, der sich seine Freiheit bestätigt, indem er nie aufhört, sich die Frage nach der Freiheit der anderen zu stellen, um die er sich sorgt. Das ist eine politische Haltung, die ich an ihm bewundere.
Das ist heute, wo die Souveränität des Künstlers als heiliges Ego zelebriert wird, alles in allem keine Selbstverständlichkeit mehr. Ich denke, der Bezug zur heutigen Ausstellung ist klar. Es geht bei dem halben Quadrat mit der Freiheit um Freiheit überhaupt. Auch die der anderen. Auch die der anderen an den äußeren und inneren Rändern unserer Gesellschaften. Die Gefängnisse sind solche Areale an den inneren Rändern. In diesen Arealen, inmitten des Freiheitsentzugs, der Freiheit einen Ort zu geben, und sei er nur einen halben Quadratmeter groß, ist ein kleiner, aber ungemein wichtiger Beitrag, den Arthur Prison mit seinen Kunstwettbewerben und Ausstellungen leistet. Meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen spannende und interessante Begegnungen mit der Ausstellung und den Bildern aus der Haft und bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.